So, das geht schneller als gedacht. Schönen guten Morgen. Gap Close, meine Damen und Herren. Sind 216 Punkte minus im Germany 30 Cash, aber das Gap ist hier bei 2,85. Xetra Schlusskurse, zumindest der Germany 30 Cash gestern um 17:30 Uhr, schloss bei 2,85. Tja, ich hätte eigentlich jetzt gedacht, ich hätte noch ein bisschen Zeit gehabt, hier das Doppeltop zu erklären. Wir haben hier ein Doppeltop ausgebildet, so eben auch im Stundenchart hier im DAU. Der DAU ist noch nicht am Ziel vom Doppeltop. Der DAX, der ist jetzt schon mit diesem Einbruch gleich zur Börseneröffnung am Ziel. 100% Projektion von dem Doppeltop. Im Stundenchart ist das ganz gut zu sehen. Doppelter Rücklauf an das alte Jahrestief. Ja, da sind wir jetzt. Gap Close ist noch nicht ganz da. Der US-30 ist auch noch nicht ganz unten. Crazy. Also, was will man dazu sagen? Achten Sie mal im China A50 hier unten auf das gestrige morgendliche Tief, 2,81. In China die Begeisterung über das Reversal gestern an der Wall Street gleich null. Nichts, nada. Interessieren sich dafür nicht. 25.082 aus dem Doppeltop im Stundenchart im US-30. Ja, das nächste Ziel 1,34, das 23,6er Ziel, das 23,6% der Wegstrecke, das ist eine Fibonacci-Extension, ist jetzt ein Widerstand nach oben. Damit schönen guten Morgen an euch alle. Awe, Albi, Markus von Mario Bichler, Mario Hammer, Jürgen Dickmann, Christian Schenk. Tom Kunte, Sunshine, Extreme Project Com, Sam, AW, Michael Beiß, an IB, an Marianne, an den Heinz, an Trader Boss, Philipp, Winfried, Harry X, an den Peter, Daniel Ries, an Brainexe. Schönen guten Morgen an euch alle, Olaf Behlmann. Olaf Behlmann, Fred vom Jupiter, Peter Jabeck, schönen guten Morgen, Peter Happy. Servus. Ja, durchkreuzt jetzt hier auch ein bisschen meinen Plan, weil ich wollte ja erstmal erzählen von dem Doppeltop und dass wir dort dann hingehen können, aber ist alles ein bisschen schneller gegangen als erwartet. Und tja, das bringt mich dann wieder zu meinem Schema F, das ich hier jeden Morgen auch bringe zurück, denn wir haben jetzt einen Opening Range Breakdown. Das heißt, wir sind also nach unten ausgebrochen, haben aber natürlich diese Kerze jetzt erst einmal durch den tieferen Schlusskurs nicht bestätigt. Bedeutet, was passiert jetzt hier? Ich meine, die Short waren, haben entweder Trailing Stops und werden ausgestoppt. Das sind Eindeckungen einfach von denen, die hier Stops nachgezogen haben und sagen, okay, wenn da jetzt ein Crash kommt, kommen nochmal 200, 300 Punkte nach. Who knows? Das ist ja irre genug, was da gerade passiert ist. Gut, ich meine, es sind 50 Punkte runter, aber es ist auf einen Schlag macht er hier fast das Gap zu. Das hätte auch langsamer laufen können. Also für die, die Short drin waren, haben entweder hier Trailing Stops einfach laufen, haben Stops nachgezogen, sind noch in der Position drin. Es ist aber noch nicht ein Signal gesetzt für einen Trendtag abwärts. Allerdings hat der Dow auch noch mal gut 80 Punkte nach unten bis zum Ziel aus dem Stundenchart Doppeltop. Das würde dann eher dafür sprechen, dass wir hier den Schlusskurs bekommen unter 2,92. Das wiederum würde bedeuten, okay, wir können das Gap dann wirklich sauber zumachen und
es wäre auch möglich, dass wir eben nochmal einen Schluck tiefer gehen, Richtung 2,48. Gleichzeitig auch darauf achten, ob der US-30 hier bereits drehen möchte. Statt einem tieferen Tief hier über die 119 geht, sollte dem so sein, hätten wir da ein 1, 2, 3 Tief. Und das Gap muss auch nicht punktgenau geschlossen werden, wenn da ein bisschen was offen bleibt. So schlimm ist das nicht. Hier kann sich jetzt im DAX, wenn er hier über das bisherige Erholungshoch drüber geht, auch ein 1, 2, 3 entwickeln. Kann, muss nicht. Jonas Friedrich, danke für den Hinweis. Deutsche Bank könnte heute interessant werden. Test der Unterstützung 880. Das ist doch nach meinem Dafürhalten hier ich bin hier natürlich in der falschen Deutschen Bank. So, der US-30 greift hier nach einem Boden, Form von einem 1, 2, 3 Tief. Acht 83 hier im CFD, bisheriges Allzeittief in der Aktie der Deutschen Bank. Da kann man auch eines machen. Man kann jetzt die Opening Range, die ersten 30 Minuten abwarten und dann gucken, ob es hier einen bestätigten Opening Range Breakout gibt. Also etwas, was ich im CMC-IQ Video zum Momentum beschrieben habe. Da gibt es eine Playlist bei uns auf dem YouTube-Kanal. Da finden Sie das Video zu diesen Opening Range Breakout-Strategien für momentumgetriebene Aktien. Und Deutsche Bank erwartet leichten Rückgang der Erträge. Nur sind bisher stabile Erträge erwartet. Das übersetzt man zu dem Begriff Gewinnwarnung. 3% Minus bisher in der Deutschen Bank. Das ist nicht wirklich eine Aktivierung von einem 1, 2, 3 Tief. Das hat man gestern auch schon angesichts der Volatilität. Musste schon deutlich nach oben, deutlich drüber gehen. Sonst reißt es dann niemanden vom Hocker. Wie gesagt, wir haben gerade eine Kerze zur Eröffnung gehabt, die gut 60 Punkte groß ist. Und dann soll so ein 1, 2, 3 Boden mit einem halben Punkt drüber Schlusskurs aktiviert werden, das glaubt dem Markt keiner. Gold spannend, Jonas Friedrich sehe ich auch so, 12,33
nach wie vor hier einen Widerstand. Aus dem Tageschart, beziehungsweise 4-Stunden-Chart, das ist vom 15. Oktober. Also hier das Hoch, also von Montag letzter Woche. Und die Frage ist halt, haben wir da jetzt einen Fehlausbruch gesehen oder kommt der Markt hier nachhaltig drüber? 12,4299 als Ziel noch ausstehend, das wurde gestern knapp verfehlt. Heinz fragt, wie berechnen sich eigentlich bei CMC die rollenden Kosten, wenn ich im Future handle und länger halte? Also es gibt Rollover-Kosten bei den CFDs auf die Forwards von Indizes. Wenn ich also hier zum Beispiel den Germany 30 Forward handle auf den Dezember und möchte, dass der gerollt wird auf den März, dann habe ich hier Rollover-Kosten, die findet man alle transparent in der Produktübersicht. Ansonsten fallen bei den CFDs auf die Index Forwards, also nicht auf den Cash-Index, sondern wenn man den Dezember zum Beispiel, Dezember Forward hier handelt per CFD, dort bei den Forwards fallen keine Haltekosten an, allerdings ist da der Spread auch höher. Bedeutet, wenn ich längere Engagements plane, dann kann es sinnvoll sein, den Forward CFD zu wählen gegenüber dem Cash. So, DAX schiebt sich über die 3,15, damit das Potenzial da, dass wir hier uns erst einmal noch einmal erholen Richtung 3,35, um nochmal zu testen, ist dieser schwache Handelsauftakt ein Indiz für einen Trendtag abwärts oder haben wir einfach Gap geschlossen auf einmal und jetzt geht es in die Gegenrichtung, versucht das zu tun. Der Dow hier schon mit einem 1, 2, 3 Tief. Also hier, falsches Werkzeug, im Elliott, also 1, 2, 3 oder A, B, C. Im DAX die gleiche Geschichte.
Also wirklich happy ist er dann mit der Nachhaltigkeit, bisher nicht wackelige Geschichte. Auf jeden Fall, dieser Boden, der ist jetzt da, das Pattern ist aktiviert, sagen wir es mal so. Also jetzt solange der DAX hier Germany 30 Cash über dem Tief des Punktes A bleibt, 292,52, solange ist, wäre jetzt dieses Pattern intakt. Im US-30 ist es so lange intakt, wie die 25.081 halten. Francesco Molina fragt, DAX Future hat doch 0,5 Punkte Schritte bei CMC Markets nicht? Nein. Das ist wichtig, wir sind ja ein Market Maker, das heißt, Sie bekommen von uns fortlaufend die Kurse für die einzelnen CFDs gestellt, die sich natürlich am Referenzmarkt orientieren. Francesco Molina, ganz wichtig. Francesco fragt, Sie bieten doch den DAX Future an. Nein, machen wir nicht. Also das, was Sie bei uns handeln können, was Sie hier in der Produktliste finden, all diese 9.686 Produkte, Märkte, von Währungen bis hin zu Unternehmen, also Aktien, Staatsanleihen, das sind alles CFDs auf die Referenzmärkte, also Differenzkontrakte. Und nicht die Referenzmärkte selbst. Deswegen sagte ich ja, der CFD auf den DAX Forward und nicht der DAX Forward selbst. Also Sie handeln hier bei CMC Markets ausschließlich CFDs. Da muss ich natürlich immer eine Gegenüberstellung machen. Ja, zum Beispiel zum DAX Future. Wenn ich den DAX Future handle, wie den Mini-DAX Future, dann muss ich mir dort die Kostenstruktur anschauen, muss mir gucken, anschauen, wie ist das mit dem Handel, wie ist das mit den Kosten. Und muss das gegenüberstellen zu dem, was ein CFD bietet, was die Handelsplattform hier zum Beispiel bietet, versus einer anderen Handelsplattform, wo ich den Future handeln kann. Und dann muss ich mir das Passende aussuchen. Das heißt nicht, dass man absolut immer sagen kann, der Future ist besser. Oder genauso wenig kann man immer für alle sagen, dass der CFD besser ist. Es ist wichtig, dass man ganz klar dann eine Gegenüberstellung macht, offen ist und dann das aussucht, was einem am besten liegt. Es sind sehr viele Trader bei uns auch vom Future zum CFD gegangen, da sie solche Besonderheiten schätzen, wie die Möglichkeit, Positionsgrößen stückeln zu können. Ich kann also sagen, ich möchte immer 0,05 oder zum Beispiel 23,581 CFDs handeln und nicht immer einen ganzen Future, weil das passt zu meinem Konto nicht und ich möchte ja pro Trade
immer genau ein halbes Prozent zum Beispiel, das kann ja Ihr Risiko-Money-Management Ihnen vorgeben, es soll immer ein halbes Prozent riskiert werden. Und wenn Sie immer ganze Futures handeln müssen, gibt es da Rundungsprobleme zum Beispiel. Und da sagt man, okay, hier hat man das nicht beim CFD, kann ich auch Bruchteile von Stücken handeln und ich kann auch garantierte Stops eingehen. Bedeutet, ich kann auch im Intraday-Handel garantierte Stops setzen. Bedeutet, bei schnellen Marktphasen, wenn der Markt also sehr stark einbricht, sowas wie hier, man hat einen garantierten Stopp hier gehabt an der Stelle. Das soll man einfach mal als Beispiel einzeichnen. Gibt es da noch ein Vollbild? Gibt es nicht mehr. Okay. So, also man sagt, man ist hier irgendwo mit einer Long-Position drin, hat einen garantierten Stopp hier gesetzt. Dann wäre man mit dem garantierten Stopp garantiert hier ausgeführt worden, wenn ich im Future einen Stopp gesetzt hätte. Kann sein, dass ich auch eine weitaus schlechtere Ausführung gehabt hätte, weil ein Stopp ist ja nichts anderes als eine programmierte Order, die ich mit einem Kurs versehe. Und der Kurs, der ist der. Und wenn der Kurs erreicht wird, dann wandelt die sich in eine Bestens-Order im Normalfall um. Das heißt, schlage mir die Position zum nächstgehandelten Kurs, wo ich das Volumen unterbringen kann, das ich verkaufen möchte, los. Und das kann auch ein schlechterer Kurs sein. Mit einem garantierten Stopp räume ich das aus, indem ich sage, okay, hier möchte ich garantiert dort ausgeführt werden, was Intraday sinnvoll ist, in volatilen Marktphasen, in denen wir uns gerade befinden, oder eben gerade übers Wochenende oder auch über Nacht sinnvoll sein kann. Solche garantierten Stops habe ich natürlich im Future nicht. Und im Übrigen ist das, was Sie hier als Handelskontowert, also was Sie als Geld auf das Konto überwiesen haben, also Ihr Handelskonto ist auf den Betrag, den Sie überwiesen haben, maximal im Risiko. Das heißt also, Sie können nicht mehr verlieren, als Sie hier auf dem Konto haben. Das ist auch ganz anders im Future. Wenn Sie eine Long-Position übers Wochenende halten im Future und der DAX eröffnet 500 Punkte tiefer, dann haben Sie 500 Punkte mal Kontraktgröße an Verlust. Da hilft Ihnen keiner. Also einfach gegenüberstellen, abwägen. Es gibt auch Trader, die zum Beispiel das gesamte Orderbuch vom FDAX haben, die sich Market Profile anschauen und so weiter und dann trotzdem den CFD aufgrund der gerade genannten und aufgrund weiterer Vorteile trotzdem dann den CFD traden, anstatt des Futures. Ja, muss man einfach gucken, was passt für mich am besten und dann das entsprechend auch machen. So, der Markt hat es schwer. Die Vorlage ist da. Das Setup ist da für eine Erholung, sowohl im Dow als auch im DAX. Bisher ist aber hier so die Nachhaltigkeit nicht wirklich da. Aber die Setups sind intakt. 3,35, das vorbörsliche Tief, wäre das erste Ziel. Im Dow die 134. Da sollte er möglichst drüber, um dann übergeordnet noch einmal an den Ausbruchspunkt von dem Doppeltop im Stundenchart 167 dorthin ansteigen zu können. Tronix schreibt, er hat auch den Future gehandelt, geht auch zurück zum CFD. Im Future habe ich immer 2 bis 7 Punkte Abweichung beim Kauf, Verkauf oder Take Profit.
Ja, das Thema Slippage ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein anderes. Different animals, würde man sagen, in den USA. Also das ist ein ganz anderes Umfeld. Hier bei CMC Markets bekommen sie Kurse gestellt. Ich kann auch hier Kursnotierungsfeld aufmachen. Das sind die Kurse vom DAX, die wir stellen. Ein Punkt Spread, fix, immer gleich. Und Sie können zu jeder Zeit das von uns definierte Maximalvolumen unterbringen. Das Maximalhandelsvolumen pro Trade finden Sie in der Produktübersicht bei Handelsgrenzen. Trade-Anzahl ist 1500. Also 1500 CFDs zu jeder Zeit zu diesen Kursen handelbar. Wobei man hier beachten muss, dass es auch eine Preisleiter gibt. Wenn ich also 1500 auf einmal kaufe, ist der Spread 7,58. Ja, dürfte aber die wenigsten betreffen. Aber es gibt hier eine Preisleiter. Da wären wir bei Stufe 10. Bis 225 CFDs hat man einen Spread von einem Punkt im CFD. Ja, das kann man selbst mal testen, indem man hier an der Anzahl rumspielt. Insgesamt Standard-Haltegröße, Grenze 6600 CFDs. Ja, also das ist die Liquidität, die Sie unterbringen können. Und zwar per Klick, ohne Requote, ohne sonstiges, ohne Slippage, ohne schlechtere Ausführung. Man bekommt dann diesen Kurs. Wie gesagt, mit einem garantierten Stop habe ich auch bei der Stop-Ausführung die Slippage ausgeschaltet, das Slippage-Risiko ausgeschaltet. Beim normalen Stop ist es allerdings genauso wie auch woanders. Wie gesagt, normaler Stop garantiert keine Ausführung zu dem Kurs des Stops. Das liegt in der Natur der Sache, dass sich eine Stop-Order wandelt zu einer unlimitierten Verkaufs- oder Kauforder, je nachdem, ob long oder short. Also das gehört zum Handwerk dazu, dass man das genau weiß, wie das funktioniert. Da helfen wir Ihnen und lassen Sie da nicht alleine. Unser Support, die Kollegen, die sind da gerne für Sie da, um Ihnen das zu erklären. Deutsche Bank ist deswegen, fragt im Chat, warum Deutsche Bank im Fokus, Deutsche Bank heute mit Gewinnwarnung. Ein belastender Faktor natürlich, obwohl Deutsche Bank ja schon so deutlich gefallen ist, immer noch ein Schwergewicht im DAX. Und tja, die 8,83, die Linie, die wir horizontal sieht, ist das bisherige Allzeittief. Und das ist jetzt hier ein Spiel um, wer hat hier die besseren Nerven? 3,15. Immer wieder angehandelt. Darüber findet er nicht wirklich. Käufer. 2,92 sind das letzte Mal hier die Käufer eingesprungen. Im Dow bei 25.081. Aber Nachhaltigkeit nach oben ist hier nicht zu sehen. Und jetzt haben wir hier auch ein tieferes Tief gerade gehabt. Und damit hier das Setup zerstört. Keine Nachhaltigkeit, keine Käufer.
Martin Brendel, 10 Uhr, Wirtschaftsdaten EU, Einkaufsmanager-Index, verarbeitendes Gewerbe, Oktober, vorläufige Schätzung. Vielen Dank für den Hinweis. Nächste 2,48 Anlaufstelle im DAU, bitte aufpassen, 25,28 wäre das Ziel. An der Stelle könnte es Eindeckungen geben. Gap Close haben wir jetzt auch auf Xetra-Basis im DAX. Und Deutsche Bank, 8,83 nähert sich dem Allzeittief. Also diese vielleicht auch durch Eindeckungen getriebene Reversal Tuesday Geschichte, Turnaround Tuesday Geschichte von gestern an der Wall Street scheint für den Moment vergessen. Die Probleme sind ja auch immer noch da. Jetzt müssen wir von Neuem schauen. Kriegen wir hier irgendwelche Bodenmuster? Ideal wäre es natürlich, wenn der DAO erstmal nochmal das Ziel hier 25,28 anläuft, bevor er hier irgendwelche Böden bildet. Das hier ist bisher ganz normale Eindeckung. Wir haben jetzt auch die Opening Range definiert von der Deutschen Bank. Bedeutet jetzt ein nachhaltiger Opening Range Breakdown nach unten bestätigt, Signalkerze und so weiter. Tja, da wird es dem bisherigen Allzeittief der Aktie an den Kragen gehen. Jonas Friedrich, danke für den Hinweis. Einkaufsmanager-Index Deutschland weiterhin sinkend, seit Anfang des Jahres deutlicher Trend. Ja, also wir hatten den Dezember-Wert noch bei 63,3, klar im expansiven Bereich. Man sagt ja, bei den Einkaufsmanager-Indizes, die sind ja so gestaltet, dass Werte über 50 auf Expansion hindeuten. Alles über 55 auf eine starke Expansion. Alles bei 50 auf eine Stagnation, alles unter 50 auf eine Rezession. Und wir hatten im Wert von Dezember für Deutschland, für die Einkaufsmanager-Indizes, die ja als Frühindikatoren in der Konjunktur in der VWL gelten, hatten wir im Dezember noch einen Wert von 63, jetzt gemeldet 52. Also es ist immer noch Wachstum da, aber nicht mehr so ein starkes. Ähnlicher Trend auf europäischer Ebene, also in der Eurozone. Erwartet hier jetzt einen Wert von 53,3 zuvor. Leon Wieder schreibt, Salvini sagte vorhin, dass man den Haushalt nicht ändern wird, egal wie viele Briefe Brüssel noch schicken würde. Ja, die Italiener kommen zuerst, sagte er auch noch. Aus Brüssel gibt es die Kritik, dass diese 2,3% Neuverschuldung relativ zum BIP falsch sei, diese Prognose da. Es mit dem Wirtschaftswachstum zu optimistisch kalkuliert sei. Und natürlich weniger Wirtschaftswachstum heißt automatisch dann natürlich höhere Neuverschuldung. Wenn 2019 das Wachstum nicht so sein wird wie geplant, wie das in dem Plan drin steht, dann
hätte ich automatisch natürlich eine höhere Defizitquote. Angesichts der Einkaufsmanager-Indizes, die klar abwärts deuten, nicht ganz ungerechtfertigt. Das so zu sehen. 301,60 jetzt wieder ein Punkt, wo wieder ein 1-2-3 entstehen könnte. Im Dow ist es entstanden. Oder gerade im Entstehen, jetzt ist es entstanden, im DAX noch nicht. Deutsche Bank keine Bestätigung vom Opening Range Breakdown. Damit zumindest ein Strohhalm, dass das bisherige Allzeittief hält. DAX jetzt mit einem 1-2-3 Tief, Dow auch mit einem 1-2-3 Tief. Die UBS gerade mit einer Einschätzung, dass Gold temporär durch die erhöhte US-Aktienmarkt-Volatilität über 1240 temporär nach oben darüber gedrückt werden könnte der Preis, aber gleichzeitig passen sie ihren 6-Monats-Ausblick für Gold von bullish auf seitwärts an. Das ist die Einschätzung der UBS in der Schweiz. Also wir haben einen Gap Close. Am Gap Close haben wir ein 1-2-3 Tief ausgebildet. Intermarket bestätigt das.
der rechten Seite eben der US-30 mit dem gleichen 1-2-3 Bodenmuster. Nächste Aufgabe wäre jetzt für den DAX, erst einmal die bisherigen Hochs hier von 926 zu brechen, 326, dann 335. Im Dow 134 nach oben sollten möglichst jetzt nachhaltig gebrochen werden, um den Platz frei zu schaufeln in Richtung 167. Olaf Bellmann fragt, die garantierte Stopp-Prämie erhält man wieder, wenn sie nicht benötigt wird. Absolut richtig, zu 100%. Gibt es da eine Rückerstattung dieser Prämie, wenn der garantierte Stopp nicht genutzt wird? Also die Position manuell schließt zum Beispiel, bevor der Stopp erreicht wird, dann bekommt man diese Prämie wieder zurück zu 100%. Deutsche Bank bis in den Blick behalten. Gibt es wie im DAX auch nicht ein richtiges Absetzen nach oben. Wir sind also immer noch in Schlagweite von dem bisherigen Allzeittief, worunter man Stops vermuten kann. Bedeutet, muss ich einfach vorstellen, ich kaufe jetzt 10.000 Deutsche Bank auf dem Niveau und habe dann eben am offenen Markt aufgrund des fehlenden garantierten Stopps ja das Risiko, wenn der DAX jetzt nach unten wegbricht, angesichts der hohen Volatilität, mit der wir es zu tun haben, ist das nicht ausgeschlossen. Und dann habe ich da eine Slippage von 10 Cent. Ja. Na, ähnlich ist es im DAX selbst auch.
angesichts der Volatilität wäre es natürlich komfortabel, wenn jetzt so ein 1, 2, 3 Muster, wie wir es hier haben, möglichst zu recht dynamisch anziehenden Kursen führen würde, um die Nervosität aus dem Markt rauszunehmen. Wenn wir aber sofort wieder sehen, der Markt läuft nach gut, ja, läuft so 15 Punkte nach oben und dreht dann sofort wieder ab nach unten, dann hilft das nicht, die Nervosität zu verringern. Bedeutet, der VDAX geht dann nicht zurück, damit sind bestimmte Käuferschichten, die aufgrund bestimmter V-Volatilitätswerte gar nicht kaufen dürfen, auch als Käufer nicht am Markt. Die bleiben dann draußen. Fast 5% Minus in der deutschen Bankaktie. Commerzbank ebenfalls unter Druck. Infineon Halbleiter unter Druck. Hilft natürlich der Stimmung nicht. China A50 geht unter das gestrige morgendliche Tief. So, China nicht very happy und wir sehen eben im Verlauf dieser laufenden Stunde, in der wir uns jetzt hier befinden, auch ein bisschen schwächeren Yuan. Jetzt ziehen ja die Aktienkurse doch an. US-30 setzt sich durch, das ist das, was wir brauchen. Es ist ein deutliches Absetzen der Kurse nach oben. Da muss natürlich jetzt was nachfolgen.
Frank Heidemann fragt, halten Sie eine Jahresendrally in den Indizes noch für möglich? Nur ich halte grundsätzlich immer alles in den Märkten für möglich, weil immer alles passieren kann. Sessional geht es aufwärts bis Jahresende. Der Dekadenzyklus geht aufwärts bis ins nächste Jahr hinein. Wir haben jetzt ein Zwischenwahljahr. Da geht es auch aufwärts ab, so ungefähr jetzt. Also saisonal und zyklisch geht es aufwärts. Wenn man sich die Monate zur Zwischenwahl anschaut, dann sehen wir in den Zwischenwahlen und auch danach noch Steigerungen. Natürlich kann es da auch wieder eine Überraschung geben für die Märkte und die Versprechen des US-Präsidenten, noch eine weitere Steuersenkung für Familien mittleren Einkommens und Amerikaner mittleren Einkommens zu machen, nochmal die Einkommensteuer um 10% zu senken und das daran zu koppeln, dass man auch das Repräsentantenhaus halten wird als republikanische Bastion, dass das eben in den Zwischenwahlen nicht verloren geht an die Demokraten. Heißt natürlich automatisch, es würde neue Steuergeschenke geben, wenn die Republikaner das Repräsentantenhaus halten. Was natürlich auch positive Nachrichten wären. Und dann kann man sich an vieles denken, was natürlich den Auslöser geben könnte. Ein Zurückrudern der italienischen Regierung, dass man da irgendeine Art von Lösung findet, die auch für den Markt verträglich ist. Dann kann es eine Einigung mit China geben, wo vielen jetzt zurzeit die Fantasie fehlt, mir auch. Aber das sind solche Dinge, die natürlich passieren können, die dazu führen, dass sich die Situation erholt. Das wären die Trigger, die Nachrichten, die sicherlich die Risikobereitschaft, die derzeit sehr gering ist, wieder anheben könnte. Aber da muss sicherlich mehr passieren als eine so eine weiße Kerze im 1-Minuten-Chart. Das fundamentale Umfeld derzeit jenes, das man sich fragen muss, ist das, was wir gesehen haben an der Wall Street, eine Eintagsfliege oder nicht? Und da muss man natürlich erst einmal wieder ins übergeordnete Bild gehen. Also einen übergeordneten Chart anschauen. Vom US30. Da zunächst mal im Stundenchart. Das ist ja hier die Erholung. Wir gestern gesehen haben. Und dann haben wir hier ein Doppeltop ausgebildet, haben jetzt quasi das Ziel vom Doppeltop erreicht. Diese Stundenkerze hat noch 7 Minuten, da kann auch eine Hammerkerze raus werden. Ja, dann hätten wir hier eine Reversal-Kerze nach Zielerreichung, also durchaus möglich, dass wir dann hier übergeordnet höhere Hochs machen. Wenn wir höhere Hochs machen, tja, dann muss man sagen, okay, es war keine Eintagsfliege, sondern da ist mehr Nachhaltigkeit da. Könnten dann insgesamt wieder eine größere Erholungsbewegung bekommen. Im US-30, zumal wir im S&P 500, im Tageschart ja die Situation haben, dass wir hier am Allzeithoch ein 1-2-3 Trendwendemuster ausgebildet haben und die 4-23-6er Extension von diesem 1-2-3 Top. Das ist auch abgefrühstückt. Also bedeutet, wenn wir hier keinen Schlusskurs bekommen unter 2,47, ist es auch hier durchaus möglich, dass wir hier irgendwie so einen Boden anfangen zu bauen. Da müssen wir über 2,821 prozyklisch drüber, um die Situation hier aufzuhellen. Da hätten wir wieder 2,877 als altes Rekordhoch vom Januar wieder im Blick. Also durchaus hier immer noch die Entscheidung, unkontrollierte Verkäufe, was immer noch möglich ist, solange der S&P unter 2,47 ist, ist die Situation nervös, auch ganz gut abzulesen im
Volatility Index, also im VIX, der ist nahe 20, hat gestern auch einen Spike über 20 gemacht. 2027 hat das aber nicht gehalten. Ja? Also so richtig, auch wenn jetzt die Nervosität wieder anzieht, so richtiges explodierende Nervosität haben wir nicht. Und dass wir nicht über das bisherige Hoch darüber gekommen sind bei 2027 gestern, war wahrscheinlich für viele auch das hier ein Hinweis darauf, okay, wir machen erst einmal Turnaround Tuesday, kaufen Aktien, gehen ins Risiko, no matter what. Einfach nur deswegen, weil der Volatilitätsindex hier eben nicht explodiert ist in Richtung 30, sondern hier das alte Hoch nicht überschreiten konnte. Das gilt es jetzt zu beobachten, 2,47 im S&P, 2,27 im VIX, werden die verteidigt. Das ist jetzt erstmal die erste Aufgabe und dann kann man sich immer noch Gedanken machen über Jahresendrally oder sonstiges. So, jetzt haben wir hier in 2 Minuten auf europäischer Ebene, danke an den Hinweis von Jonas Friedrich, noch einmal den Einkaufsmanager-Index EU Dienstleistungen Herstellung zusammengesetzt. Deutsche Indizes waren schlechter ausgefallen, sowohl für die Herstellung als auch für die Dienstleistungen. Tiefer als erwartet. Festzuhalten ist jetzt an der Stelle erst einmal zu Ende gegangen, die Rallye im DAX. Aufgrund dieses 1-2-3 Fehlversuch ein höheres Hoch auszubilden. Und er macht jetzt hier stattdessen ein tieferes Tief. Das ist schon mal strukturell eine Abschwächung. Festland-China-Aktien, neues Tief. Dienstleistungen schwächer als erwartet.
Herstellung schwächer als erwartet. Insgesamt. Einkaufsmanager Indizes EU schwächer als erwartet. Das ist ein guter Punkt, was Walter Zabel schreibt. Meine Aktieninvestmentfonds verlieren auch jeden Tag mehr. Das ist wirklich etwas Wichtiges, was doch viele Fondsmanager, glaube ich, jetzt zurzeit auch merken oder die, die global in Aktien investiert sind, dass dann doch ein Land nach dem anderen kippt. Die Wall Street ja immer noch relativ stark. Wenn man nur da drauf schaut, dann gewinne man noch ein recht optimistisches, einen optimistischen Eindruck, aber wir haben viele internationale Börsen, die sich bereits im Bärenmarktniveau befinden. Und auch zunehmend sehen wir diese Abschwächung auch innerhalb der Indizes in den USA. Wenn man Bärenmarkt damit klassifiziert, dass sie vom Hoch zum Tief 10% gefallen sind, dann sind da schon viele Dow-Aktien dabei, die das erfüllen. So, jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo erstens Gap Close war, die Schließung der Kurslücke, zum zweiten der Markt hier zuvor zum 9:30 ein tieferes Tief nicht ausbilden konnte, sondern ein höheres Hoch machte. Ja, jetzt die Frage, kommen genau da wieder die Käufer rein oder lassen sie das fallen?
Also der Zug nach oben fehlt einfach. Der ist nicht da. Die schöpfen die Ranges aus nach oben, die davor auch schon gehandelt wurden. Das ist keine große Kunst. Also keine neuen Entscheidungen werden hier getroffen. Und es geht immer wieder an die Tiefs. Bei 77, 94 ist das bisherige Tief. Sehr schön, ich klinke mich an der Stelle wieder aus. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns morgen wieder um 9 bis 10 Uhr oder eben im Tagesverlauf spontan. Bei Fragen gerne im Chat. Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte heute. Bis dann, machen Sie es gut.